Was geht ab, Leute? Das wohl gehypteste Game im Jahr 2022 ist endlich draußen. Ihr wisst es alle, alle habt darauf gewartet. Elden fucking Ring ist endlich draußen. Und ich sag's dir, das Game slappt einfach erstmal. Der ganze Hype wird dem Spiel gerecht. Und ganz ehrlich, ich war lange nicht mehr so abhängig wie jetzt von diesem Game. Also ihr müsst euch vorstellen, ne? Dieser Moment, wenn ihr hochfährt mit diesem scheiß Fahrstuhl und dann kurz vor diesem Tor seid und dann es öffnet und zum ersten Mal diese Welt von Elden Ring überhaupt sieht, ne? Das war einfach nur Atemraum, Leute. Ihr seht das hier im Bild. Das war einfach nur insane. Im Himmel ist einfach so ein gigantischer Baum, Alter, der übel schön aussieht. Alles sieht richtig klar aus, richtig voll mit Farbe. Diese ganzen Gebiete im Hintergrund mit den ganzen Gebäuden. Strand gibt es und man fragt sich so, yo, kann ich das wirklich alles erkunden, ne? Und was verbirgt sich hinter den ganzen Sachen? Wo ich überall hinlaufen kann. Und natürlich das Geilste, die ganzen Ruinen. Überall sind auf dem Weg verstreut so kaputte Gebäude, Statuen von allen möglichen Sachen. Und das sieht einfach nur übel insane aus. Aber kommen wir erstmal zu den Klassen. An sich gibt es 10 Klassen, Leute, insgesamt. Aber ich stelle euch jetzt nicht alle vor. Ich stelle euch 4 oder 5 Stück vor, die ich an sich ganz cool fand. Und den Rest könnt ihr ja selber mal ausprobieren. Und könnt ihr gerne reinschreiben, wie ihr diese fandet, ne? Zuallererst haben wir hier den Krieger. Der hat so 2 AMK-Messer. Ich fand seinen Kampfstil ganz cool. Der hat auch so ein kleines Schild noch, was ziemlich nice aussah. Und deswegen habe ich den reingepackt. Der Junge, zieht euch rein, Mann. Übel nice. Als zweites haben wir den Helden. Der hat so eine riesen Axt. Und er macht halt insane Damage. Und er ist halt ein Held. Er ist einfach stabil. Und so ein kleines Schild hat er noch. Dann natürlich den Samurai. Den spiele ich selber. Hat einfach ein Katana. Und ey, ich fühle das als Anime-Fan. Fühle ich Katanas. Und er hat natürlich auch einen Bogen, der insane Damage macht. Man zieht euch rein, Mann. Tons of Damage. Dann kommt der vierte, der Astrologe. Ist quasi einfach ein Mage, der einfach Spells wirft und einfach OP ist. Zu guter Letzt haben wir noch den Propheten. Der kämpft halt mit so einem Speer. Hat so übertriebene Feuerspells. Und sieht ziemlich OP aus. Die Gegner in Elden Ring sind auch richtig komisch. Ich habe gegen so einen Tentakel-Hentai-Octopus gekämpft, Mann. Dann habe ich irgendwie gegen so einen Riesen. Keine Ahnung, was es war. Der hat irgendwie so ein Loch in seiner Brust gehabt. Der war richtig spooky und auf seinem Rücken hat er so ein riesen Schwert gehabt. Ich habe mich ein bisschen mit dem geboxt. Aber natürlich habe ich anders aufs Maul bekommen, weil er mir einfach ins Gesicht gejietet hat. Dann kam natürlich der geilste, der Anfänger-Boss war das. Richtig crazy, man. Der ist super strong. Übelst epic Kampfmusik kommt, wenn du gegen ihn fightest. Natürlich war ich Sonic Gallagher fast. Peace out, man, weil ich dich gegen ihn fighten wollte, man. Weil ich super low war und ich hatte Angst, weil er mich umklatscht. Aber das richtig geile war, ne? Ihr müsst es gleich mal sehen. Wenn du gegen ihn fightest, das wusste ich selber nicht. Die machen Gebäude und so kaputt. Zieht euch das mal rein. Das Gebäude geht einfach kaputt. Und das ist einfach insane. Das habe ich noch nie so gesehen. Das war richtig abgefuckt, ey. Aber das Geilste ist dieser Typ, ey. Ich weiß nicht, was ist. Der sieht aus wie der Weihnachtsmann. Look at this. Er sieht einfach aus wie fucking Santa Claus. Eine übertrieben geile Mechanik, was mich richtig verwundert hat. Ist nämlich, dass du hier dich ducken kannst und quasi so im Stealth-Modus unterwegs bist. Und für einen Skyrim-Spieler und allgemein Stealth-Boy, das war das Geilste, Mann. Und jetzt könnt ihr sehen, ich schleiche mir eine rein und so, zack, Junge, einmal abgestochen, ey. Und was auch noch übertrieben geil ist, wenn ihr etwas weiter seid, kriegt ihr nämlich auch euer Reittier, was man gesehen hat. Und ihr könnt das einfach herbeirufen und ihr könnt nicht nur auf den reiten, Leute, ihr könnt nicht nur auf den reiten, ihr könnt sogar auf den Scheißpferd fighten und das ist übertrieben geil, ihr macht so viel Schaden und ihr habt quasi 2 Lebensleisten, einmal von eurem Pferd und einmal von euch selber. Ich weiß nicht, ob das Pferd sterben kann. Das Kampfsystem ist ein bisschen scuffed, also wenn ihr auf dem Pferd seid, aber weiß nicht, mit ein bisschen Übung, dann geht das voll nicht klar. Ich scheiße da zwar immer rein, aber ich muss das ja auch noch ein bisschen lernen. Ohne Witz, Leute. Das Spiel, das wird den Hype gerecht und jeder, der irgendwie Dark Souls gespielt hat, Sekiro und alle The Souls quasi Games, der wird sich über Elden Ring freuen, weil es halt übertrieben geil ist. Was ich noch nicht erwähnt habe, ist, dass ihr quasi Items aufsammeln könnt. Die findet ihr überall verstreut auf der Map. Die kann man so einsammeln. Daraus könnt ihr euch nämlich auch Sachen craften. Ihr habt halt euer ganz normales Flask-System. Ihr könnt das verstärken, ihr könnt eure Waffen upgraden. Rüstungen upgraden. Ich weiß halt nicht, wie es weitergeht. Ich bin auch nur einige Stunden in-game und habe deswegen erst dieses Video gemacht. Vielleicht kommt noch ein zweites, wie ich dann weiter quasi euch erzähle, was es so Neues gibt. Aber ohne Scheiß, ihr müsst das einmal spielen. Schreibt es auch gerne rein, wie euch das Spiel gefallen hat und ob sich das gelohnt hat und wie ihr das bislang findet. Und auch welche Klasse ihr genommen habt. Ne? Ich spiele ja den Samurai.
weiß ich nicht, ob das eine Anfängerklasse ist. Sonst hätte ich auch den Warrior genommen oder den Helden eher gesagt, weil das eher so anfängerfreundlich ist. Ich habe gehört, dass der Magier oder der richtig, richtig OP sein soll, quasi von der Beta, der da irgendwie alles gefühlt gewonnen hätte. Und ohne Scheiß, Leute, mein Rating für das Spiel, ne? Mein Rating für das Spiel ist, dass ich das eine 95% gebe. 95% ist absolut gerecht. Ich weiß nicht, ob es 100% geht, ne? Ich weiß nicht, ob 100% geht, weil, keine Ahnung, da muss ja jeder spielen, jeder lieben und das ist einfach nicht möglich. Und passend zu meinem Tod beende ich das Video. Danke fürs Zuschauen und haut rein. Man sieht sich.